Digga, kotzt die? Wieso kotzt die? Zum Video, Marcelina. Leute, heute haben wir einen Stinkefall in Ex-Zimmer. Also, es kommt wirklich aus Ex-Zimmer. Nein, weil es kommt nicht aus meinem Zimmer. In meinem Zimmer war es nicht. Ich habe mein Fenster aufgemacht. Das Geruch kam aus der kam Richtung. Nicht von draußen. Doch. Alter. Doch. Das kam von draußen. Balkon ist offen, mein Fenster ist offen. Sie sagt, es kommt von draußen. Das kam von meiner Eckenrichtung. Ey, das ist krankhaft. Das muss echt bei mir auch schon sein. Ja, deine Haare sind heftig geworden. Ich weiß. Egal, ich weiß. Das Schlimme ist, du wolltest unbedingt dieses Washout. So ein Fehler. Ich habe gehört, du wolltest heute nochmal färben? Ja, damit es weggeht und damit ich wenigstens ein Braun kriege. Aber wenigstens ist es nicht so gelbbraun wie nach meiner Blondierung. Das war das Schlimmste. Von Schmerzpunkten ist das eine 8 von 10. Meine Blondierung war eine 10 von 10. Digga, kotzt die? Wieso kotzt die? Ja, geh mal in ihr Zimmer. Wieso kotzt die? Ich musste mein Zimmer das Fenster zu üben. Ich musste mein Zimmer Tür zu machen. Wo kommt es? Voll exzellent. Nee, Digga. Ich muss meine Zimmertüre zu machen. Das stinkt. Hä, aber gestern war der eklige Geruch auch der Eck. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, mein Herz tut weh. Leute, gestern um dieselbe Uhrzeit kam der Geruch von einem anderen Haus und mein Zimmer war offen, also mit Fenster offen. Und ich gehe in mein Zimmer, habe mich gerade wortwörtlich übergeben. Vielleicht sieht man es noch. Ich sehe gerade ein bisschen durchaus und sonst. An mir ist gerade auch so schlecht. Das kommt sehr unerwartet, vor allem das ist. Sicher, dass nicht aus irgendeinem vergammelten Essen von dir kommt? Nein, ich habe nichts vergammeltes in meinem Zimmer. Und das Ding ist, das ist um dieselbe Uhrzeit wie gestern. Und oh Gott, ich muss in mein Zimmer. Alter, du schickst auch sofort oder so. Ja, nein, ich schicke nach Käsefüße. Also ich habe da drin jetzt ein Tuch gemacht mit ganz viel Parfüm. Und dann habe ich auch nochmal Parfüm gespritzt. Wir müssen herausfinden, von wo der Geruch kommt. Das war nicht lustig. Komm jetzt. Inga sagt gerade, es war lustig. Inga, ich habe noch nie so schnell mich übergeben in meinem ganzen Leben. Wie wär's, wenn du deine Schränke zumachst? Die sind offen, glaube ich. Ja, aber es hat nichts mit deinen Schränken zu tun. Doch, eigentlich. Der Geruch frisst dich ein in deinen Klamotten. Oh mein Gott. Also ich wasche deine Klamotten nicht, wollte ich nur sagen. Stell dir vor, das sind so irgendwelche Kakerlaken, die so stinken. Gibt es nicht diese Furz-Dings? Ja. Irgendwelche, weißt du, was ich meine? Furz-Kakerlaken? Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Du bist extra mal Zimmerfenster öffnen. Nein! Irgendwie ein bisschen. Komm jetzt! Auf jeden Fall, Leute, wir machen das jetzt so, dass wir hier in die Zimmer gehen und ganz viel Parfüm reinmachen, weil wir wollen da drehen und in meinem Zimmer ist halt richtig klein alles. Das wird eine schwere Schlacht, Leute, weil, ey, mein Gott, könnt ihr das riechen? Ihr werdet alle umfallen, weil das ist echt richtig schlimm. Hä, kann es sein, dass Eck da irgendwie Essen vergessen hat? Nein, ich habe gar nichts vergessen. Ich habe sogar mal Müll aufgeräumt. Also das ist echt ein schlimmes Gerücht. Das riecht nach Käsefüße, gemischt mit irgendwelchen alten Sachen und so. Das wäre richtig schlimm, Leute. Und wir brauchen eine Maske, weil sonst geht's gar nicht. In diese Maske müssen wir was reinschieben. Das ist ein Kotzeimer, gell? Ah, vor einer hat sich fast übergeben, Leute. Ich habe mich übergeben. Zweimal. Wir haben gerade ein bisschen nachgedacht, Leute. Wir googeln jetzt, ob es irgendwelche Kakerlaken gibt, die so richtig stinken. Ich gebe einfach mal stinke Kakerlaken ein. Was? Gestank. Kakerlaken verbreiten einen widerlichen, miefigen Gestank, der mit dem Umfang der Kakerlakenbefalls ansteigt. Der Grund besteht darin, dass Kakerlaken so irgendein Wort, das ich nicht aussprechen kann. Mit Duftzeichen können sich Kakerlaken untereinander erkennen. Das heißt, es sind richtig viele Kakerlaken in deinem Zimmer, so dass es so sehr stinkt. Nein, du weißt nicht, ob es in meinem Zimmer ist. Ist nicht in meinem Zimmer. Gut, wir atmen mal in meinem Zimmer ein. Könnt ihr hier normal atmen? Einigermaßen. Gut, jetzt gehen wir in Ex-Zimmer. Nein. Doch, ey. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr stinkt dort, gell? Ich schwöre, ja. Gut, wir gehen jetzt dahin und Egg macht den ersten Schritt, weil Egg meint, es stinkt nicht nur da. Warte, wir atmen kurz den Flur ein. Könnt ihr mal nicht kotzen, wenn ihr da reinläuft? Nein. Boah, ist mir schon voll schlecht. Ja, geh, Egg.
Warum Egg? Das ist dein Zimmer. Boah, ich rieche dich schon da, wo die Tür zu ist. Sabina. Wir lassen Egg jetzt raus, weil wir glauben, dass Egg so sehr waste. Nein, Egg, du waste. Alter, du waste. Alter. Das war so schlimm gerade eben. Kann nicht mehr. Das ist so schlecht. Ich komm von draußen. Leute, dieser Geruch kommt langsam zu Selina. Das bist du. Das bist du. Was stinkt so? Was stinkt so? Ich schwöre, wenn du reinkommst, bin ich reingekommen. Ich habe mich gerade vielleicht dran übergeben hintereinander. Nimm mal so. Vielleicht ist es die Haarfarbe. Genau die. Die ist noch drin. Die ist seit gestern drin. Gestern war die Geruch da. Ja, welche Falte Müll und so entfernt eigentlich? Und deine Haarfarbe? Achso, die lag. Ah, warte, die lag unter meinem Sofa. Hey. Ja, ich habe vergessen. Gott. Ja, es hat der Geruch von der Haarfarbe. Ich glaube, da verlagen. Ja, aber nicht von mir, Alter. Oh nein, der Engel. Du musst ihn retten. Inga, ich will deinen Du musst den Engel rein. Retten, ey. Ich habe mich gerade übergeben. Maske. Ich muss den Engel retten. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch was retten kann. Meine Haare kann man nicht mehr retten. Mein Eimer kann man nicht mehr retten. Dein Liebesleben. Bitte leiser, oder? Ich kann nicht mehr. Ich weiß, ich habe heute einen Mental Breakdown. Leute. Oh mein Gott. Hä? Er kommt zu mir. Warte, echt? Wie lange war gestern dein Fenster offen? Schon locker so 3-4 Stunden, bis es den Geruch weg war. Oh mein Gott. Ich fühle mich momentan sehr, sehr durch, aber meine Mission habe ich geschafft. Ich habe den Engel gerettet. Und mir war gestern... Wieso nimmst du den Engel mit? Hä, das ist der, dass mir nichts passiert. Und meine Cola von gestern war, hallo? Das ist alles, von was ich... Von gestern. Selina, das ist eine Cola. Weißt du, wie lange Cola überleben kann? Nein, weißt du nicht. Mach hey, warte ganz kurz, die Leute. Ich glaube, gestern habe ich auch mein Fenster dann zugemacht. Das war offen und es hat schon gestunken, als sie nach Hause gekommen ist. Außerdem bin ich krank gestunken. Gestern. Aber jetzt ist schlimmer. Aber heute hat es sich gesteigert. Das ist eine neue Steigerung von diesem Gestankslevel. Und der macht zu. Oh Gott. Oh mein Gott, was für Kleidung ich danach. Egal, ich habe eh neue bestellt. Kommen wir am Montag an. Was? Ja. Oh Gott, mir ist gerade so schwindelig. Meine Mission ist jetzt, dass ich mein Fenster zumache und dann hoffentlich der Geruch nach 2-3 Stunden mindestens weggeht. Ich bin verwundet! Ich bin verwundet, Digga. Okay, lass mich allein. Es ist wie ich bin. Lass mich, verlass mich. Du kannst weiterleben. Geh schon, geh deinen Weg. Ich schaffe es alleine raus. Achso, du willst hier da bleiben. Hier zurückgelassen. Inga, wir müssen Alina holen. Ich komme, Egg. Wir müssen dagegen ankämpfen. Was macht mich geschwind? Geh mein Zimmer schnell. Okay. Leute, wir essen mit Google, wie beseitigt man den unangenehmen Geruch? Das Ding ist, mein Handy ist in meinem Zimmer. Ich glaube, das kommt alles von Egg. Nein. Wie soll ich das beschreiben auf Google? Helf mir mal. Stinke Geruch im Zimmer, Hilfe. Salzwasser. Ja, wo soll ich Salzwasser bekommen? Wasser und Salz? Echt? Also ich habe jetzt mal auf eine Seite geguckt und da steht so verbannte Gestank aus ihren 4 Wänden. Die Frage ist, es kommt glaube ich nicht aus unseren 4 Wänden, sondern von draußen. Ja, das kommt von dir. Essig als erprobtes Hausmittel. Wo soll man das hin tun? Auf dem Herd oder was? Das stinkt noch nicht. Leute, ich fühle mich wie in so einem Horrorfilm, in so einem Halloween-Film. Man geht von Level zu Level weiter, bis der Gestank kommt und man zu lame ist für die Mission und dann ist man gestorben in der Mission. Wisst ihr, was ich meine? Mein Gott, Digga, man denkt Horrorfilm. Das heißt, irgendwas ist hier faul, außer der Geruch. Der Spruch war echt. Jemand hat was geplant. Okay, Freunde, nach einer kleinen Dance-Pause. Wir haben echt wirklich abgedanced. Inga hat in ihrem Zimmer ich Musik. Hab ja, ich glaube, mein Bruder hat so gedanced, als wäre ich gerade einen Schlagerfall bekommen. Wir müssen in Eggs Zimmer diesen Wave-Check machen, Leute. Und inzwischen ist es auch schon dunkel geworden. Ich glaube, da oben ist eine Mücke. Warte, in Eggs Zimmer war doch das Fenster zu. Hey, Sel, ist es noch immer gleich? Ja, ist es. Sicher? Oh Gott, hilf mir. Hä, hey, du weißt, du musst da drin schlafen. Nein. Ich schlafe beim Zimmer. Hey, das riecht nach vergammelte. Boah, ich kann nicht mehr. Echt, meine Haare dann das Zimmer. Mein Zimmer hat so gut gerochen, Leute. Jetzt haben wir eigentlich das Zimmer wieder aufgemacht. Alles stinkt. Hä, hey, was ist das? Oh mein Gott.
Was sagst du zu deinem ekligen Zimmer? Feier ich nicht, feier ich gar nicht. Vielleicht hat sich dein Zimmer deinen Haaren angepasst. Eklig. Ja, kann gut sein. Oh mein Gott, vielleicht muss ich im Balkon schlafen. Falls ihr das denkt, ihr wisst nicht, wo der Geruch kommt, sollen wir das Fenster zumachen, sollen wir das Fenster auflassen. Deswegen müssen wir mal risky machen, also riskieren, um zu schauen, von wo der Wave kommt. Eck, das war eine Stinkbombe. Ja, ja. Doch, das ist Stinkspray. Wir haben doch vor 2 Tagen Post bekommen, das ist die Stinkspray. Wir haben es gestern hier ausprobiert, als wir in der Stadt waren. Alter, das hat so lange... Mann, ihr seid solche Pranks, was? Immer prankt ihr mich! Immer bin ich geprankt! Immer ich! Warum prankt ihr mich? Aber er gibt zu. Immer prankt ihr mich! Warum müsst ihr mich immer pranken? Aber gibt zu, das ist voll fette Stunde. Ey Leute, das ist doch echt anders. Ja, Mieke, sieht wieder raus. Ja, nicht ist. Da stand irgendwie, dass ich das in die Möbel einsaugt alles. Prank! 2 Pranks! Hä? Du musst einfach Fenster aufmachen, la. Für ein paar Stunden. So 4. Wir haben die Überdosis hier reingesprüht. Ja, da stand 2-3. Sprüh. Immer prankte mich! Immer! Ich dachte, okay, vielleicht stinkt mir zu mir. Aber nein, er prankt immer. Oh, hi Pranks! Nein, du bist Pranks. Okay, jetzt geh ich mich mal aufmachen. Tina, ich hab sogar meine Glasplatte kaputt. Oh, was hat das? Kaputt gemacht. Und wo ist die Stinkbombe? Ach, was ist ein Spray? Da unter dem Bett. Ja, Egg, vielleicht sind da Kakerlaken. Ja, Egg, vielleicht stinkt der Zimmer, vielleicht hast du nicht geputzt. Nein, ich weiß, was ich gemacht habe, Sina. Brauchst dich nicht so verunsichern. Habe ich aber geschafft. Ja, hast du geschafft.